Ich bei dir jetzt rüber. Oder umgekehrt, ich nochmal. Ja, aber nicht ganz rüber. Nee, okay, okay. Weil ich den umgehen kommen würde. Kommst nicht über. Warte mal, muss ich andersrum sagen, ne? Nee. So, ne? Oder? Ich würde drüber kommen, aber ich habe Angst vor dem Umgehen. Also, ich gehe nochmal hin. Oh, und ich muss wieder wirklich umgehen, falls du rüber gehst. Nee, ich will ja noch nicht ganz rüber. Dann mach mal anders, dass du ihn hochhebst. Ich hochhebe auf die Schultern. Ja, irgendwie. Oder so, Mann. Oh, ich dich so hochhebe. Ja, versuch doch mal. Oh, Mann, nee. Oh. Versuch ihn irgendwie mal hochzukriegen. Oh Gott, der ist groß. Nicht groß, nein. Ja, ganz schön krass. Oh. Auf die Schulter mal, so wie er dich hochkriegt. Du bist ein. Wie meinst du jetzt? So, dass du, wie er sagte, ich soll so auf die Schulter dich nehmen. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Nee, als so quasi wie eine Gewichtheberin Gewicht auf dem Rücken hat und hochhebt aus der Kniebeuge. Nee. So meint er das, wenn ich so, so bin. Ja, du legst dich so jetzt über die Schulter. Ich muss dich so hochheben soll. Dass ich dich. Aber du musst dich knien, Yvonne, sonst kommst du nicht hoch. Nee, du kommst ja so, ach so nicht. So, oder wie? Ja. Wie soll ich denn so hochkommen? Ja, weiß ich nicht. Oh, das ist unmöglich. Ob er mit, ich mache eine Brücke über dir immer weg und wickel mich bei dir um den Bauch. Ja. Und dann musst du damit auch versuchen aufzustehen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Komm, wir schaffen. Richtig. Ob ich hier rumkomme? War das zu sein? Ich muss meinen Fuß irgendwo zu fassen kriegen. Kriege ich nicht zu fassen. Versuch mal hochzukommen. Das geht sogar. Das war ja mal umgekehrt. Er und mir, er kommt doch gar nicht in die Brücke runter. Dann mach mal anders, dass du ihn hochhebst. Ich hochhebe auf die Schultern. Ja, irgendwie. Oder so, Mann. Oh, ich dich so hochhebe. Ja, versuch doch mal. Oh, Mann. Oh, je. Das ist aber Anstrengung, den hochzukriegen, weil ich aus der Hucke hochkomme. Oh, oder solltest du doch so. Nee, das ist aber zu schwer. Ne? So, Mann. Ich muss ja aus der Hucke hoch. Weil es wäre schwieriger so. Oh. Einmal noch versuchen. Soll ich lieber so rum? Also? Nee, so, ich habe nicht so viel Kraft, ich habe so mehr Kraft. Nehmen wir mal besser. Warte. Oh, lass dich jetzt noch nicht so schwer hängen. Erst wenn ich aufschreibe. Macht mal Arm drücken. Aber das kann ich immer machen. Aber da bin ich auch nicht so gut. Aber da kommt man richtig schön in den Sprung, ich da rausreiche. Ja, vor allem wenn du oben bist und du so drehst. Ne? Das wird immer schneller, du hast das Gefühl. Und da habe ich gedacht, jetzt loslässt du, ich falle ja durch die Luft oder was? Oh Mann, ey. Für die sind die, weiß ich nicht, im Drehen, vielleicht gar nicht so schnell. Nein, das oben, ist ganz... Da oben hat er das ein Gefühl. Ich weiß nicht, unheimlich leicht ist das, dich so zu drehen. Oh. Oh Gott, Arm drücken. Und ich komm. Gut, dann gehen wir weiter. So, schön. Boah, ich hab gar keine Kraft drin.
Ach, geh mal hier rein. Weißt du, wo das, die Kraft herkommt? Hier oben. Oh. Oh, ja, guck mal, ich bin voll schräg schon. Du hast einen etwas längeren Arm, das ist gemein. Oh, das ist halt. Das ist Power, das ist ja peinlich. Was ist denn da so peinlich dran? Ja, das gibt's nicht. Und du hast so mehr Muskeln noch als ich, wenn man so guckt. Ja. Und mit linken Arm probieren? Ja. Das ist nicht. Warte, gerade. Ich hab meinen Arm auch gerade. Gut. Los. Oh.